Wasser, die Quelle unseres Lebens und einer der Hauptstromproduzenten in Salzburg. Rund 200 Millionen Euro hat die Salzburg AG für die Kraftwerksanlagen im Gasteinertal aufgewendet. Stauanlagen im Hochgebirge sind extremen Wettersituationen ausgesetzt. Regelmäßige Kontrollen und Wartungen sorgen für die Sicherheit der Kraftwerksgruppe. 1981 geht das Kraftwerk Böckstein in Betrieb, ein Jahr später das Kraftwerk Nassfeld. In den 90ern folgt der Bau des Kraftwerks Remsach und 2020 erwirbt die Salzburg AG das Kraftwerk Forellenhof. In Böckstein befindet sich die sogenannte Hauptstufe der Kraftwerksgruppe Gasteinertal. Wir haben also hier in Böckstein die Maschine mit der größten Leistung, nämlich 45 MW. Und dadurch ist es uns möglich, dass wir im Jahr 140 bis 150 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, was ausreicht, um ungefähr 40.000 Haushalte ein Jahr lang mit elektrischem Strom zu versorgen. Die Kraftwerke Böckstein und Nassfeld sind eng miteinander verbunden. Ausgehend vom Tagesspeicher Nassfeld führt ein rund 4 Kilometer langer Triebwasserstollen bis zum Kraftwerk Böckstein. Der Höhenunterschied beträgt 430 Meter und die Maschine selbst, eine Francis-Turbine mit einer Umdrehungszahl von 750 Umdrehungen in der Minute, ist in einer Tiefe von 16 Meter angeordnet. Wir haben im Kraftwerk Böckstein die Möglichkeit, das bereits abgearbeitete Wasser vom Kraftwerk Nassfeld zu nutzen, welches dann durch die Schwallkaverne über den Triebwasserstollen nach Böckstein weitergeleitet wird. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir Wasser aus dem Tagesspeicher Nassfeld entnehmen und ebenfalls über den Triebwasserweg nach Böckstein leiten. Somit ist immer sichergestellt, dass ausreichend Wasser für die Stromerzeugung zur Verfügung steht. Mit seiner 22 Meter hohen Schwergewichtsmauer hatte er ursprünglich einen Speicherinhalt von 50.000 Kubikmeter. Im Jahr 2007 wurde dieser Speicher durch den ersten unterirdischen Kavernenspeicher erweitert. Unter einem Kavernenspeicher kann man sich vorstellen, ein Stollensystem mit einer Gesamtlänge von ca. 2 Kilometer, das untereinander vernetzt ist und einen Durchmesser von 15 Meter hat. Dadurch konnte der Speicherinhalt auf 230.000 Kubikmeter erhöht werden. Kraftwerkstechniker Thomas Hubert arbeitet seit 15 Jahren hier in Böckstein. In der Warte kontrolliert er die einlaufenden Informationen über die Kraftwerke der Region. Dies ist unsere zentrale Stelle, wo alles überwacht wird. Das heißt, Temperaturwerte, Ölstände, Stromwerte, Spannungswerte, also alles, was wirklich interessant ist, Wasserwerte, ganz wichtig, was auch Zuflüsse betrifft, kommt alles in der Warte an. Heute steht die wöchentliche Kontrolle des Generatorringraumes an. Ohne Gehörschutz geht hier aber gar nichts. Wir gehen in den Ringraum rein, kontrollieren die Luftkühler, ob da leichte Ölleckagen sind. Kontrollieren den Ölstand vom Lager, soweit es möglich ist, bei laufender Maschine nicht so einfach. Es werden natürlich auch auf irgendwelche Beschädigungen, sage ich mal, in der Energieableitung geachtet, beziehungsweise Beschädigungen an der ganzen Verrohrung fürs Kühlwasser, beziehungsweise Ölverrohrungen, ob Leckagen sind, irgendwelche Hähne nicht funktionieren oder solche Sachen. Währenddessen schaut Kraftwerksleiter Gerald Kreinz im Pumpspeicherkraftwerk Nassfeld vorbei. Hier läuft derzeit die große Revision der Maschinen. Das heißt, alle 10 Jahre wird die Pumpturbine komplett in Einzelteile zerlegt. Alle verschleißrelevanten Teile, wichtigen Bauteile, werden dabei ausgewechselt bzw. repariert. Der Zeitraum, der dafür angesetzt ist, sind ca. 3 Monate. Das Besondere an diesem Kraftwerk ist, dass man eigentlich vom Gebäude selbst nur 2 Stockwerke sieht. Die Maschine selbst befindet sich in der Maschinenkaverne 60 Meter tiefer. Die Jahreserzeugung des Kraftwerkes Nassfeld liegt bei ca. 40 Millionen Kilowattstunden und das reicht aus, um ungefähr 15.000 Haushalte ein Jahr lang mit elektrischer Energie zu versorgen. Es schaut so aus, ausgehend vom Jahresspeicher Bockersee führt der Triebwasserstollen
Das ist eine 1 Kilometer lange Druckrohrleitung mit einem Höhenunterschied von ca. 300 Metern bis zum Krafthaus. Und dort befindet sich also die Sogir-Pumpturbine. Je nach Strombedarf kann die Pumpturbine auch Wasser aus dem Speicher Nassfeld über den Triebwasserweg wieder zurück in den Bockertsee hinaufpumpen. Diesen Vorgang kann man dann im Grunde unzählig oft wiederholen und wir sprechen vom sogenannten Pump-Umwälzbetrieb. Kraftwerkstechniker Alexander Reiter kümmert sich bereits seit 25 Jahren um das Pumpspeicherkraftwerk Nassfeld. Nach starken Regenfällen in der letzten Nacht kümmert er sich heute um den Einlaufrechen. Weil da kommt man Probleme kriegen, wenn der zu ist, dann kriegt natürlich die Maschine kein Wasser. Ich habe schon geschaut heute, es ist in der Nacht starke Niederschläge gewesen und dadurch haben wir relativ viel Schwemmgut bekommen und das liegt jetzt teilweise schon in der Regoin drinnen, weil der Rechen heute schon einmal durchgelaufen ist. Das ist natürlich sehr abhängig, wie viel Niederschlag das man hat. Erst schaltet Alexander Reiter manuell den Rechen ein, dann geht's für ihn bergab. Und nachher fährt der Rechen nach der äußeren Laufschiene hinunter, fällt dann unten, wenn er unten am Boden angelangt, rein in den Rechen und wird dann über einen Motor nach die Rechenfelder heraufgezogen und reinigt dadurch den Rechen. Also man sieht, das sind schon große Äste, was da ankommen. Schaltet die automatische Spülpumpe ein. Die hat den Zweck, dass das kleine Material gleich rausgeschwemmt wird. Der Rechen ist jetzt herum. Die zwei Klappen haben aufgemacht. Und dadurch geht der Rechen wieder zurück in seine Ausgangslage und bleibt jetzt so wieder stehen. Wenn wir in Böckstein Turbinenbetrieb haben und in Nassfeld Pumpbetrieb, dann läuft der Rechen durch. Dadurch kann sich nie so viel Schwemmgut ansammeln beim Rechen. Dadurch bleibt es immer frei. Was wir auch wieder haben, da ist Plastik herin. Das ist ja mal nur ein kleiner Teil, aber da haben wir oft ganze Folienflächen herinnen. Und das ist natürlich ganz schlecht. Das wird von uns nachher getrennt und das wird von uns in den gelben Sack dann gehen. Der Jahresspeicher Bockertsee ist das Herzstück der Kraftwerksgruppe Gasteinertal. 1982 geht der Gebirgssee als Jahresspeicher in Betrieb. Der Bockertsee hat eine Länge von ca. 1 Kilometer, ist an der breitesten Stelle 400 Meter breit und hat eine Tiefe von 80 Meter, wobei also 70 Meter für die Energiegewinnung verwendet werden. Das Speichervolumen war ursprünglich 15 Millionen Kubikmeter. 2007 ist allerdings die Winkelstützmauer errichtet worden. Das heißt, der See ist noch einmal 8,5 Meter höher geworden und wir haben jetzt also einen Speicherinhalt von 18,5 Millionen Kubikmeter. Das Einzugsgebiet des Bockertsees ist relativ überschaubar. Zwei Drittel des Wassers werden mit der Pumpturbine Nassfeld heraufgepumpt. Äußerst sensibel wurde auch bei der Errichtung des Steinschüttdammes vorgegangen. Der ursprüngliche Mutterboden und die Bepflanzung wurden vorsichtig abgehoben und zwischengelagert. Nach Fertigstellung des Dammes wurde dieser Urboden wieder aufgetragen und die ursprüngliche Bepflanzung wiederhergestellt. Als zusätzliche Ersatzmaßnahme wurde noch ein Hochgebirgsbiotop geschaffen. Der See spielt auch in Sachen Hochwasserschutz für das Gasteinertal eine entscheidende Rolle. Bei Starkniederschlägen und Hochwasserereignissen wird Wasser aus der Nassfelder Ache zum Bockertsee heraufgepumpt. Und dadurch ist es auch möglich, dass also Hochwasserspitzen an der Gasteiner Ache abgeschwächt und vermindert werden. Während Alexander Reiter noch das übrige Schwemmgut aus dem Einlauf entfernt, führt Thomas Hubert den Notstromdieseltest durch. Eine regelmäßige Aufgabe im Kraftwerk Böckstein. Also beim Notstromdieseltest wird einmal auf Probestart gemacht, aber ohne Last. Wir kontrollieren natürlich Ölstände, sind die Batterien in Ordnung, funktioniert die Kühlwassersache. Dies wird natürlich alles mit überprüft.
In der Maschinenhalle kontrolliert Thomas die manuelle Anzeige und bekommt dort alle Detailinformationen. Alexander Reiter kümmert sich gerade um die Wartung der Rechenreinigungsmaschine. Was auch immer wichtig ist bei der Rechenmaschine, dass es gut gefettet ist und dadurch werden die Flachnippe immer wieder abgeschmiert. Noch einmal wird die Spülpumpe eingeschaltet, damit auch das kleinere Schwemm gut ausgespült werden kann. Dann bringt der Kraftwerkstechniker die größeren Äste weg. Kraftwerkstechnikern wie Alexander Reiter und Thomas Hubert ist es zu verdanken, dass die Kraftwerksgruppe Gasteinertal reibungslos ihren Dienst verrichtet und auf einem der wohl saubersten Wege aus Wasser Strom erzeugt.